Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen heute kleine Tabba-Ecken. Sprich, die Tabbas sind kleine Ecken mit Oliven und Astrogis mit drin. Wie die funktionieren, kannst du gleich im Anschluss sehen, auch die Zutaten. Das Originalrezept verlinke ich dir unten rein. Das ist von Chefkoch. Und meine Variante wirst du auch dann sehen. Die verlinke ich dir natürlich auch auf meinem Blog. So, und nun viel Spaß damit. Und ich gehe naschen. Also, für unsere Olivenecken brauchen wir Mehl, jede Menge Käse, da könnt ihr einen Manchego nehmen, weil wir es ja spanisch machen, oder einen italienischen Pecorino nehmen, oder auch einfach einen Bergkäse, das soll relativ kräftig sein vom Geschmack her. Dann haben wir Anchovies, die nehmen wir als Salzersatz, keine Angst, die schmecken nicht durch, es schmeckt nicht nach Fisch. Und dann natürlich Olivenkekse, schwarze Olive, richtig schön klein gehackt, wie ihr seht, das ist auch wichtig. Dann kalte Butter und wir nehmen Paprika dazu. Paprika habe ich etwas schärferen genommen, weil sie sollen ja auch richtig schön kräftig im Geschmack sein. Ich habe einen kräftigen Käse, also auch dazu noch einen schönen scharfen Paprika. Die Zutaten mischen wir jetzt alle miteinander und machen einen schönen glatten Teig daraus. Das heißt, ich gebe jetzt mal die Butter hier mit rein. Die Butter ist kalt, weil es ist ja ein Mürbteig. Dann geben wir schon mal den Käse mit dazu. Fangen schon mal an, das Ganze ein bisschen zu verarbeiten. Gucken wir mal ganz rein. Ihr könnt es gerne, wenn ihr wollt, auch mit dem Mixer machen, aber ich mache das gerne mit der Hand. Ist einfach auch ein schönes Gefühl, Plätzchen mit der Hand zu machen. Grob eingearbeitet ist es. Jetzt kommen noch die Anchovies mit dazu. Ein bisschen ölig ist es noch, darf es aber auch gerne sein. Und natürlich, last but not least, die Oliven. Das Ganze verarbeitet ihr jetzt schön zu einem Teig. So sollte euer Teig aussehen. Der Teig wird jetzt in eine Glassichtfolie verpackt und kommt dann ab in den Kühlschrank und in einer halben Stunde sehen wir uns wieder. Euer Teig ist aus der Kühlung. Ich habe ihn schon mal ausgerollt. Ich habe hier zwei Brettchen mehr gemacht, die ungefähr die gleiche Stärke haben. Und damit ist der Teig dann gleich dick ausgerollt. Ihr geht jetzt her und macht ungefähr 5 cm breite Streifen. Schneidet ihr mit dem Messer. Und nun fangt ihr an und macht eure Dreiecke. Das heißt, ich gehe einfach nochmal quer drüber. Und nun geht er her und könnt es mit der Hand schneiden, wenn er möchte. Der könnt es aber auch im Lineal machen. Ich schneide das ganz schnell mit der Hand. Schon habt ihr eure Dreiecke. Die gebt ihr jetzt gleich auf ein Backblech. Und im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze werden die gerade mal 10 Minuten gebacken und schon sind sie fertig. Wer Ober-Heißluft machen möchte, macht 20 Grad weniger. In 10 Minuten sind sie circa fertig und dann könnt ihr sie auch schon verspeisen. Ein kleiner Tipp von mir noch am Rande. Sollte euch der Teig zu weich sein, rollt ihn aus und steckt ihn kurz ins Gefrierfach. Dann lässt er sich viel besser schneiden. Unsere kleinen Ecken sind fertig. Du hast gesehen, die sind eigentlich recht leicht zu machen. Ein kleiner Tipp von mir noch. Du kannst sie noch, wenn du magst, mit Fleur de Sel bestreuen. Du kannst aber auch noch ein bisschen Paprika drüber holen. Dann gibt es denen noch ein bisschen mehr Würze, wobei die sind schon recht würzig. Und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wie gesagt, das Rezept findest du natürlich bei mir auf dem Blog und unten nochmal den Link zum Originalrezept. Mir war der Originalteig einfach zu weich, deswegen habe ich ihn ein bisschen abgeändert und auch die Anteile so ein bisschen variiert, wo ich finde, so ist es wirklich einfach zu machen und auch toll, ja, wiederzugeben. Außerdem, du kannst den Teig, wenn du ihn in Dreiecke geschnitten hast, einfrieren bis zu 3 Monate und kannst ihn dann bei Bedarf backen, wie du es gerade brauchst, falls du Gäste erwartest. Und mein Kater will auch noch ein paar haben. Und in einer Box drin halten die bis zu 3 Wochen, bleiben sie schön knusprig. Also nicht offen stehen lassen, dann werden sie weich, in eine Box, die luftig ist, verpacken oder wie gesagt einfrieren. Also, wenn du magst, abonniere mich, wenn du es noch nicht getan hast. Folg mir auf Facebook, folg mir auf Instagram oder natürlich noch auf Twitter. Wir sehen uns beim nächsten Rezept. Deine Silke von Silkes Welt. Mhm.